Ja, hier an der Übungstür haben wir das Szenario Öffnen von Türen gemacht mit verschiedenen Hilfsmitteln und Möglichkeiten. Im ersten Step haben wir jetzt hier das Hallig-Tool zum Einsatz gebracht, um das Öffnen von weniger gut gesicherten Wohnungstüren zu simulieren. Im weiteren Verlauf dann sind wir übergegangen zu dem Bereich, die Wohnungstüren wurden besser gesichert, ein Riegel, zwei Riegel, je nachdem, was an der Einsatzstelle vorzufinden ist. Hier haben wir zum Einsatz gebracht von der Firma Lucas ein Strong Arm. Das ist ein hydraulisches Rettungsgerät, sehr handlich, leicht und relativ schnell zum Einsatz zu bringen. Zusätzlich haben wir dann noch mit eingebaut die Türöffnungsmöglichkeit mit pneumatischen Hilfsmitteln. Hier haben wir dann, nachdem wir einen Spalt geschaffen hatten, ein Hebekissen eingesetzt und dann die Tür im weiteren Verlauf mit dem Hebekissen aus dem Schloss oder aus der Verankerung mehr oder weniger herauszusprengen. Und ganz zum Schluss haben wir nochmal die ganze Geschichte mit der Handpumpe, auch wieder in diesem Fall hydraulisch simuliert, um auch mal den Faktor Zeit gegenüberzustellen. Hat in diesem Fall natürlich wesentlich länger, also sprich ca. 90 Sekunden gedauert. Im Gegensatz zu dem Strongarm war es bei 5, 6, 7 Sekunden ungefähr schon erledigt, das Ganze. Im zweiten Szenario simulieren wir hier eine eingeklemmte Person, in dem Fall ein Kind unter einem Betongewicht, Betonstein. Und diese Einklemmung wollen wir beseitigen mit Hilfe von pneumatischen Hebekissen. Hier haben wir jetzt erstmalig die Mini-Hebekissen im Einsatz. Der Unterschied zu den herkömmlichen Hebekissen ist jetzt in dem Fall, dass die Einschubhöhe sich bei 1,6 cm befindet. Um den Spalt zu schaffen, wenn ich keine Möglichkeit im Vorfeld habe, nutzen wir auch hier wieder den Strongarm. Relativ leicht, wie eingangs bei der Türöffnung schon gezeigt, um hier relativ schnell einen Spalt zu schaffen, um meine Kissen auch zum Einsatz bringen zu können. Worauf muss man hier jetzt besonders achten? Ja, wie beim Anheben von Lasten eigentlich im Feuerwehrgeschäft überall gelten auch hier die ganz normalen Sicherheitshinweise, sprich anhebende Lasten sind permanent zu unterbauen, nicht zwischen die freischwebenden Lasten hineingreifen, klare Absprachen, Schutzkleidung, also wie gesagt, die Regeln bleiben gleich.